durfte sie in der Serie Walking on Sunshine, also junges Ich, spielen. Für ihre Leistung in der Serie wurde sie für die Romy nominiert. Beim Videodreh für Out of Order ist sie für den kranken Daniel Fellner eingesprungen. Sie ist Salzburgerin und zeigt Haltung. Und sie zeigt sie gerne. Hallo Selina Graf. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ich mich auch. Du wurdest 2022 bei der Romy in der Kategorie Entdeckung weiblich nominiert. Natürlich ist man da stolz, aber macht das noch irgendwas mit jemandem? Ob das noch was mit mir macht? Ich war tatsächlich primär mal stolz und ich habe mich extrem auf die Veranstaltung gefreut, weil ich war im Jahr davor war ich auf der Aftershow-Party und jetzt war ich total froh, dass ich da auch selber eingeladen bin, auch zur Gala und so. Und ich habe mich natürlich auch total darüber gefreut, dass nicht quasi nur ich stolz bin, weil ich bin irgendwie nicht wirklich stolz auf mich, aber dass ich das irgendwie meinen Eltern und meinen Freundinnen erzählen kann. Und dass dann zum Beispiel meine Mama und mein Papa halt sehr stolz auf mich waren. Und das war irgendwie, ja, das war ein sehr schöner Moment, dass ich ihnen das erzählt habe. Und nach seiner Nominierung, verändert sich da irgendetwas? Man würde vielleicht meinen, ja, aber tatsächlich gar nicht. Also es war vor der Nominierung und nach der Nominierung eigentlich gleich. Also. Du wirst ja in der Kategorie Entdeckung weiblich nominiert. Das sehen ja viele positiv, aber kann man das auch irgendwie negativ sehen? Wie meinst du negativ? Ja, also dass es eingeteilt wird, ja, in aber männlich und weiblich? Nein, oder? Nein, ich meine nur Entdeckung. Heißt das dann nicht irgendwie, dass du noch unbekannt bist oder so? Es gab tatsächlich bei den Männern in meinem Jahr den Julian, und ich glaube, der Julian ist Mitte 30 und hat schon sehr viel gedreht und der war auch nominiert als Entdeckung. Also, ich finde, das hat gepasst. Ich bin jetzt 28, damals war ich 27. Ich finde, es hieß ja früher, hieß es Nachwuchs, und das haben sie dann geändert, eben in die Entdeckung. Und ich habe dann eben mit Markus Freistetter geredet, der ja quasi die Entdeckungen vorschlägt. Und er hat dann zu mir gesagt, er hätte irgendwie eh schon nach der ersten oder der zweiten Staffel so ein bisschen drüber nachgedacht, aber er hat dann irgendwie erst in der dritten Staffel hat er sich dann, jetzt aber wirklich, irgendwie so war das. Also nein, gar nicht, dass es irgendwie negativ ist. Die Romy ist ja ein Publikumspreis, das heißt, das Publikum entscheidet mit. Ist das anders als bei einer Jury? Das weiß ich leider nicht, weil ich noch nie für einen Preis nominiert wurde, der von einer Jury vergeben wird. Ich glaube, man verhält sich vielleicht dahingehend anders, dass man halt Werbung dafür macht, dass die Leute halt voten sollen. Also ich habe halt jeden Tag auf Instagram, oder nicht jeden, ich glaube, das war dann so bei mir selber zu viel, aber halt irgendwie so jeden zweiten, jeden dritten halt irgendwie gepostet, hey, bitte votet doch für mich, was sich auch irgendwie so ein bisschen needy angefühlt hat, aber dann habe ich geschaut, die anderen, die nominiert waren, haben es auch gemacht, also war okay. Aber ja, ich habe eh zu wenig gepostet, weil ich habe es ja dann nicht gewonnen, aber ich habe mich auch sehr über die Nominierung gefreut. Ich habe dich immer gewotet. Ich sage. Dankeschön. Dankeschön. Ich durfte dich in der Serie Walking on Sunshine als den Minimi spielen. Mhm. Am Anfang war die Rolle ja mehr tragisch und traurig. Und ich finde jetzt in den Staffeln hat sie sich so verändert. Findest du das auch? Ja, auf jeden Fall. Also die Conny ist ja auch älter geworden. Ich glaube, am Anfang war ich 25, jetzt in der vierten Staffel bin ich 29. Und natürlich passiert in 4 Jahren viel. Bei ihr ist sehr viel passiert. Sie hat 2 Menschen auf dem Gewissen. Ich glaube, das verändert, muss verändern. Und ist tatsächlich sehr glimpflich damit davongekommen. Ich beschwere mich nicht, sonst hätte ich nichts zu spielen gehabt, wenn ich nur im Gefängnis gesessen wäre. Sie hatte ja dann in der zweiten Staffel, hat sie dann einmal so ein bisschen gespürt, wie sich Liebe anfühlt, die dann aber ja auch nicht echt war. Also wenn sie jetzt eine reale Person wäre, sie würde mir schon auch irgendwo leid tun, obwohl sie so viel Garstigkeit irgendwie in sich hat. Da hat sich sehr viel verändert bei ihr, auf jeden Fall. Und sie ist auch selbstbewusster geworden. Also das finde ich gut, dass sie auch für sich einsteht. Ja. Und da hatten wir diese eine Szene, wo, in der dritten Staffel gab es dann Angry Conny, wo sie so einen Hass auf die Männerwelt entwickelt hat, weil sie irgendwie sie war auf einem Zunder-Date, also Tinder in real life,
und hat dann gemerkt, dass die Männer, die sind alle so garstig und solche Trotteln, und irgendwie hat sie mir da manchmal ein bisschen aus der Seele gesprochen. Aber ich finde auch, dass sie Conny selbstbewusster geworden ist und vor allem total cool, dass ich dich dann in der ersten Staffel als Mini gespielt habe. Also ich weiß nicht, ob da jetzt so eine ähnliche, also ich finde schon, wir sehen uns ziemlich ähnlich. Ein bisschen schon, aber ja. Aber ich finde auch vom Charakter sind wir uns ziemlich ähnlich, habe ich bei der Filmpremiere gemerkt. Ja. Aber sehr lustig, also ich finde es lustig. Ja, nein, ich fand es total lustig, als du mir geschrieben hast, und dann habe ich überlegt, weil ich hatte zwei Minimis, und dann habe ich überlegt, was wäre in der ersten Staffel? Ah ja, genau, diese Mannequin-Challenges, wo du dann ganz ruhig halten. Wie alt warst du da? Wie alt war ich da? Wann war das? Wann war die erste Staffel? Wir haben angefangen 2017 zu drehen und ich glaube, die Mannequin-Challenges waren 2018. Ja, dann war ich 8. Wahnsinn. Jetzt bin ich 13. Org. Ja, aber cool. Nun spielt jetzt die letzte Staffel von Walking on Sunshine. Leider. Und es waren doch 4 Staffeln. Ja. Und ich kann mir sehr gut, also mir tut schon nach einem Drehtag weh, mich vom Set zu verabschieden. Also ich kann mir vorstellen, fällt der Abschied schon sehr schwer. Ja, also Abschied genommen vom Dreh habe ich ja schon, wann haben wir die 4. Staffel zu Ende gedreht? Das war letzten August, also im August 22. Ja. Und da war aber immer noch so eine kleine Hoffnung da, dass es weitergeht. Also wir haben es nicht genau gewusst. Es wurde auch immer ein bisschen abhängig gemacht von den Zuseherinnenzahlen, manchmal aber auch nicht. Also ganz verstanden, wann der ORF mehr Staffeln macht und wann er sagt, na, jetzt reicht, habe ich bis heute nicht. Aber jetzt so der Gedanke, dass dann nächste Woche die 2 letzten Folgen überhaupt laufen, das macht mich schon ein bisschen traurig irgendwie. Ja. Und weil es ist, ich meine, ich habe jetzt mit den meisten Leuten seit 2017 zusammengearbeitet. Das Team hat sich natürlich immer ein bisschen verändert und es sind DarstellerInnen dazugekommen und haben uns leider auch wieder verlassen. Aber ja, es ist schon traurig und ich hoffe, dass ich alle irgendwie irgendwo mal wiedersehe. Und schaust du dir die letzten 2 Folgen an? Ja, die haben wir alle angeschaut. Das werden SchauspielerInnen ganz oft gefragt, ob sie sich selber anschauen oder nicht. Und ich glaube, die meisten wollen dann irgendwie so super humble wirken und sagen, nein, ich schaue mir das nicht. Doch, ich schaue mir alles an. Immer, es liegt aber auch daran, dass man braucht ja SchauspielerInnen so Showreel-Material, quasi so das Demoband, also das, was bei anderen der Lebenslauf ist, das ist bei uns halt das Showreel. Und da muss ich mir natürlich alle Folgen anschauen, um dann zu sehen, was nehme ich da rein. Aber ich kenne das, ich kann mich selber auch sehr schlecht anschauen. Aber ich möchte es dann doch schon anschauen. Aber ja. Wenn ich es dann sehe, dann denke ich mir, oh Gott. Oh wirklich? Gott. Ja. Aber ich glaube, das verändert sich noch. Es war für mich am Anfang, das ist ein bisschen so wie, wenn man das erste Mal seine eigene Stimme aufgenommen hört, ja. Findet man das ja ganz furchtbar. Und so war das bei mir auch, als ich mich das erste Mal aufgenommen am Bildschirm gesehen habe. Aber irgendwie, ja, mit der Zeit gewöhnt man sich daran und man merkt dann auch, was man für Eigenheiten hat, so wie sich das Gesicht bewegt oder was man mit seinem Körper macht, was einem selber ja, während man es tut, natürlich nicht ja. auffällt. Aber du wirst dich irgendwann auch noch sehr gut anschauen können. Ja, ich hoffe. Das ist ja geschafft, bei Walking on Sunshine die Conny sehr gut zu verkörpern. Das habe ich jetzt auch schon sehr oft gelesen und ich finde es auch. Danke. Wir haben ja vorhin schon geredet, dass sich die Conny sehr verändert hat in diesen 4 Staffeln. Wie hast du die Conny verändert? Also hast du da auch irgendwie was beigetragen, um sie zu verändern? Es ist so, dass wir uns immer nach jeder Staffel, die wir gedreht haben, haben wir uns dann auch mit der Redaktion und mit dem Autor zusammengesetzt und ein bisschen so unsere Wünsche geäußert. Und ich glaube, ich habe mir sogar gewünscht, dass die Conny irgendwie auch sowas wie Liebe mal erfährt, obwohl der Willi ja jetzt nicht so wirklich die pure Liebe war, aber zumindest ein kleines Gefühl der Liebe hat sie erlebt, auch wenn er sie von vorn bis hinten verarscht hat. Und was war noch mein Wunsch? Genau, ich habe mir immer gewünscht, ich hätte gern mehr Szenen mit dem Robert zusammen, weil es ist einfach so wahnsinnig lustig mit ihm und er ist so ein toller Anspielpartner, weil manchmal ist es so, dass wenn man gerade nicht vor der Kamera ist, sondern nur als Anspielpartner ist, dass man dann nicht 100% gibt. Und das ist auch okay. Aber ich finde, wenn dann das jemand so spielt, als
würde er gerade vor der Kamera sein und ist nicht nur der Anspielpartner, dann zeigt das irgendwie so viel Respekt, weil man macht es ja nur für den anderen und das hat der Robert immer gemacht und es war einfach immer so lustig und das war mein Wunsch. Und ja, dann einen Wunsch habe ich auch noch geäußert, der ist dann auch umgesetzt worden. Ich habe mir ja in der ersten Staffel und auch in der zweiten, glaube ich, noch sehr viel negative Kommentare zu meinem Körper anhören müssen. Und das, es ist ja nicht nur der Körper von der Conny, es ist ja auch der Körper von der Selina gewesen. Und das geht, das kann ich nicht einfach so an mir vorbeiziehen lassen. Also das tut auch irgendwie echt ein bisschen weh. Und ich habe auch manchmal den Mehrwert dahinter nicht ganz verstanden und habe mich dann auch gefragt, was ist die Wirkung nach außen, wenn wir eine dicke Person ständig deswegen verarschen. Und dann habe ich ihm den Wunsch geäußert, dass das weniger wird. Eher so weniger wegen mir selber, wegen den Gefühlen, die ich deswegen hatte, sondern wegen der Vorbildfunktion oder wegen dem Zeichen, das wir nach außen tragen, wegen dem Zeichen, das wir setzen. Ja, aber das ist dann eher weniger geworden. Ja, es ist aber auch unnötig, weil eigentlich hat es ja wenig mit dem Spiel zu tun, ob du jetzt eher dick bist oder ja. Dünn. Es ist sehr unnötig. Und vor allem beim Interview vom Thorsten Sträter kamen auch so unnötige Kommentare wegen seinem Körper und dick ist er geworden und jetzt ist er mal weniger. Es ist so unnötig. Wobei, da bin ich fast erstaunt, dass sich auch ein Mann sowas anhören muss, weil ich schon das Gefühl habe, dass du als Frau, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, da wird auf jeden Fall mehr drauf geschaut. Viel, viel strenger beobachtet wirst. Wenn, ich meine, es gibt, was die Leute googeln. Ja, das kann ich auch erzählen. Das Erste, wenn man mich gegoogelt hat, man googelt sich ja manchmal selber. Ja. Und der erste Google-Suchvorschlag war Selina Graf Gewicht. Und das habe ich mir auch gedacht, erstens, warum interessiert das die Leute und glauben die Leute ernsthaft, dass sie da jetzt eine genaue Kiloangabe im Internet finden können? Und dann habe ich abgenommen. Und dann war der erste Google-Suchvorschlag Selina Graf abgenommen. Also... Ja, ich finde es irgendwie schade, dass man sich für sowas so sehr interessiert, ja. Aber ja. Es ist unnötig. Also gut. Man sagt immer, man soll nicht drauf hören, aber wenn man dann doch solche Kommentare liest, das kann nicht an einem vorbeigehen. Ja, ja. Ja, also, ich verstehe schon, aber... Wer das schafft, sich das überhaupt nicht zu Herzen zu nehmen, Hut ab. Ich konnte es nicht. Ja. Und an sich finde ich sehr, ich fände es ja total wichtig, dass man viel mehr verschiedene Körperformen im Fernsehen sieht, aber einfach in ganz normalen Rollen, wo du sonst halt dünne Leute besetzt, kannst du ja auch dicke Leute besetzen, weil es gibt auch dicke AnwältInnen, es gibt dicke ÄrztInnen. Das muss nicht immer eine unglückliche, inkompetente Person sein wie die Conny. Excuse me, aber so muss man sagen. Ja, aber es stimmt und schlussendlich habe ich mich dann doch gefreut, weil ich war im Fernsehen. Aber ja, trotzdem. Eben. Du bist ja Salzburgerin und warst schon einmal beim Jedermann dabei. Mhm. Ist das, also gehört das dazu, wenn man Salzburgerin ist, einmal bei den Salzburger Festspielen dabei zu sein? Ich weiß nicht, ob es dazu gehört, aber ich habe mich extrem gefreut darüber, weil es ist praktisch. Es war der perfekte Sommerjob, weil die Proben haben wirklich erst, glaube ich, begonnen, ich habe vielleicht die letzte Uniwoche versäumt. Ich glaube, das war im Sommer vom ersten Studienjahr aufs zweite Studienjahr. Und ich wäre im Sommer wahrscheinlich sowieso in Salzburg gewesen, weil man einfach, es sind die ganzen Seen rundherum und ich bin einfach irgendwie gern zu Hause, weil in Wien ist es auch so heiß. Und das, ja, es hat sich perfekt angeboten und es war sehr, sehr, sehr coole Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr cool. Als Schauspielerin hat man ja, oder Schauspieler hat man ja die Wahl zwischen Theater und Film und man probiert ja beides aus. Ich habe ja auch schon beides ausprobiert. Spielst du lieber Theater oder lieber Film? Ich stehe schon lieber vor der Kamera. Ja. Es wäre eigentlich schade, wenn es umgekehrt wäre, weil ich in den letzten 4 Jahren nur gedreht habe und gar nicht mehr Theater gespielt habe. Also es wäre blöd, wenn es umgekehrt wäre. Ich möchte aber das Theater nicht, ich möchte mich nicht ganz davon verabschieden. Also die Türen stehen offen, dass ich wieder auf die Bühne komme, hoffentlich. Ja, ich könnte mich gar nicht entscheiden. Ich habe beides ziemlich gern. Ja.
Du bist beim Musikvideo von Myanmar von Out of Order für den kranken Daniel Fellner eingesprungen. Mhm. Wie ist es dazu gekommen, dass sie dich ausgesucht haben? Der Manager von Out of Order ist der Freund meiner langjährigsten Freundin. Und der Matthias, also besagter Manager, hat mich angerufen, das war an einem Donnerstag. Seli, du bist doch Schauspielerin. Uns ist wer ausgefallen. Möchtest du die Freundin oder Frau von Pauli spielen? Wir würden das in Kroatien drehen, Montag bis Mittwoch. Also es war sehr spontan. Und dann habe ich da gleich zugesagt. Und ich bin sehr froh, dass mich der Matthias gefragt hat, weil es war wirklich wahnsinnig lustig, dort zu drehen. Also es war, Kroatien ist wunderschön. Wir hatten ein ganz, also man sieht ja eh das Haus im Musikvideo. Das Haus war einfach saugeil. Und wir haben ja schon dazwischen auch immer wieder so ein bisschen Freizeit gehabt, also, und das war jetzt auch keine, so ein Musikvideo-Dreh, das ist jetzt zumindest für mich als Schauspielerin ist das jetzt keine harte Arbeit oder so, also das war schon auch so ein bisschen Urlaub und Arbeit zusammen und ja, das war mega lustig. Aber wer sagt da schon nein? Ja. Die Behind the Scenes haben ja auch ziemlich lustig ja, ausgeschaut. Ja, es war saulustig. Vor allem die eine Szene, wo dann ganz am Ende, wenn der Paul und ich dann irgendwie uns so näher kommen und so ganz kurz bevor wir uns küssen, kommt der Seili dazwischen und da war davor die Idee, dass er noch Trompete spielt und sie hatten eine Trompete dabei. Er kann aber nicht Trompete spielen und das erste Mal haben wir ihn spielen hören on camera und wir haben uns fast angebrunzt vor Lachen. es war richtig cool. Aber ich kann es mir vorstellen. Du hast letztens gepostet, dass du schon mal mit deiner Mama gekocht hast. Ich und meine Mama machen ja auch viel, also das Projekt und wir kochen ab und zu auch, aber ich bin nicht so eine gute Hilfe. Die Laura Bigeri bezeichnet ihre Mama als ihre beste Freundin. Wie ist die Beziehung zu deiner Mama? Ich würde das auch so sagen. Also ich muss sagen, ich war als Jugendliche, da war ich dann schon ein bisschen älter als du, da war ich, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. Tut mir leid, Mama. Also da habe ich mich wirklich teilweise unmöglich benommen, weiß ich nicht, aber ich war dann halt immer so lang weg und meine Mutter hat sich gesorgt und ich war auch teilweise respektlos und so und das tut mir retrospektiv extrem leid, aber die Hormone und ja, whatever. Aber das hat sich wirklich um 180 Grad gedreht. Also ich habe ein extrem gutes Verhältnis zu meiner Mama. Wir hören uns jeden Tag. Und ich habe auch ein super Verhältnis zu meinem Papa, weil du jetzt wegen der Mama gefragt hast. Ich würde schon noch sagen, dass es gibt auch tatsächlich, glaube ich, nichts, worüber ich nicht mit meiner Mama rede. Ich glaube, manchmal sind Freundinnen von mir dann oder waren früher so ein bisschen überrascht, wenn ich dann halt erzählt habe, ja, da habe ich irgendwie den Typen getroffen und dann war das und so und darüber habe ich auch mit der Mama geredet und dann habe ich gesagt, ah, interessant, du redest über sowas. Ich rede über alles mit der Mama. Also. Aber ich glaube, das liegt auch an der Pubertät, wenn man so zickig, würde ich jetzt sogar ja. sagen, ist. Ja. Na, kochst du gerne? Ja, ich koche sehr, sehr gerne. Das habe ich, glaube ich, auch von meinen Eltern mitbekommen. So als der Julian, mein Bruder und ich, als wir ganz klein waren, hat der Papa mehr für uns gekocht und dann später hat meine Mutter mehr für uns gekocht und wir haben das irgendwie, unsere Eltern haben uns so eine Faszination und so eine Liebe fürs Kochen mitgegeben und da bin ich auch voll froh drum, weil sonst müsste ich wahrscheinlich jeden Tag irgendwie Nudeln mit Tomatensauce oder Tiefkühlpizza essen und so, ja. Kann ich mir da ein bisschen mehr kochen. Ja, bei mir funktioniert dabei auch nur Tiefkühlpizza und Nudeln mit Tomatensauce. Ja, aber das ändert sich vielleicht auch hoffentlich. Noch. Hoffentlich, also wenn ich mich davon... Ich würde da nicht mit 13 schon aufgeben. Wenn ich mich davon nur ernähre, aber ich bin wirklich total unbegabt in der Küche, also wer weiß. Man kann sich aber ja mittlerweile alles auf YouTube beibringen und ich glaube, wenn man sich was wirklich gut durch YouTube beibringen kann, dann ist es Kochen. Ja, ich kann auch eine Roulade, also backen. Ja, dann. Also, dann kann ich mich nur von der Roulade ernähren. Ich finde, wenn man backen kann, muss man nicht kochen können. Und wenn man kochen kann, muss man nicht backen können. Also. Warum hast du dich zuerst dazu entschieden, Mathe zu studieren? Weil ich keinen Studienplatz an der Schauspielschule hatte. As simple as that. Ich habe maturiert und dann hätte ich eigentlich direkt im Sommer vorsprechen gehen sollen. Dann war aber die Matura-Reise, die war mir wichtiger und dann musste ich halt dieses eine Jahr irgendwie überbrücken. Ich war in Mathe immer sehr gut in der Schule und dann
habe ich mich dazu entschieden, das ein Jahr zu studieren. Genau. Ja, okay. Simpel. Ja. Genau. Ich habe bei meiner Recherche das Gefühl bekommen, dass du gerne Haltung zeigst. Mhm. Liege ich da richtig? Ja, das hat, glaube ich, sogar der Markus Freistetter genauso formuliert in einem Text zur Vorstellung der Romy-nominierten Schauspielerin mit Haltung. Ja, aber ich habe das Gefühl, da bin ich eh nicht die Einzige. Also ich glaube, wenn man in der Öffentlichkeit steht oder halt ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, dann kommt man irgendwie kaum drum rum, sich irgendwie auch zu positionieren. Ich finde jetzt nicht, dass man unbedingt eine Vorbildfunktion für alle sein muss, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man da auch irgendwie seine Meinung sagt und dann auch zu der steht. Ich finde, es gibt manche Leute, die die passen ihre Meinung immer ihrem Gegenüber an. So, ich könnte mir vorstellen, du bist der Meinung, du hörst gern das, also sage ich jetzt das. Das, ja, dann braucht man überhaupt keine Meinung haben. Genau. Und was ist dir besonders wichtig, dass du dafür einstehst? Ja, ich glaube, das, worüber ich eher, also das, die meisten Inhalte, die ich auch, wenn wir jetzt über Instagram oder so reden, da teile, geht es halt ums Thema Feminismus. Ich glaube, wenn ich da jetzt aber, ich würde so ein riesiges Fass aufmachen und ich glaube nicht, dass die Zeit das jetzt erlaubt, aber das wäre, ist für mich, glaube ich, so eins, Toleranz, Akzeptanz und was ist denn das Gegenteil von konservativ? Wie? Boah, ich bin total schlecht. Also einfach nicht konservativ, sagen wir so. Ja, genau. Das war schon mit den Fragen, aber ich habe noch eine Schnellfragerunde. Ja, okay. Lieblingsfilm? Ich glaube, so schnell. Boah. Mr. Nobody. Den kennen wenige wahrscheinlich. Ich kenne ihn auch nicht. Ja, soll ich kurz sagen? Nein, bei der Schnellfragerunde sage ich nicht, worum es geht. Also oder? Viele haben schon mehr geredet bei der Schnellfragerunde, also wie du willst. Ganz kurz, also die Hauptrolle spielt Jared Leto und es werden drei verschiedene Leben quasi von ihm erzählt, die nur durch eine kleine andere Entscheidung sich komplett verändern. Also so ein bisschen wie bei, ich glaube, bei Butterfly Effect ist das so ähnlich. Und ja, der Film ist einfach mega schön und hat ganz tolle Filmmusik und ja, genau. Lieblingsjahreszeit? Frühling. Lieblingsbuch? Der Fänger im Rocken. Lieblingsbeschäftigung? Essen. Lieblingsspeise? Kaiserschmarrn. Du hast es vorhin schon beantwortet, aber Bühne oder Leinwand? Leinwand. Lieblingskinderserie? Ah, wie hieß das denn? Das waren zwei so Tiere, die Märchen erzählt haben. Simsalagrim. Ja, I loved it. Und ich wollte immer auch schon wie diese Prinzessinnen. Lieblingslied? Post Blue von Placebo. Woran glaubst du im Leben? Ich würde so gern sagen, dass man alles schaffen kann, was man sich vornimmt. Aber ich glaube, das ist voll sad, wenn ich das so sage. Aber ich glaube, dadurch, dass nicht jeder Mensch die gleichen Voraussetzungen hat, stimmt das nicht. Jetzt überlege ich gerade, was ich Netteres sagen könnte, optimistischeres. Ich glaube daran, dass du auch noch irgendwann sehr gut kochen wirst. Nein, das ist doch blöd, dass du sowas das sagst. Das ist super. Ja. Okay, ich gebe mich da, also, dass ich irgendwann mal gut kochen kann. Ganz ich werde genau. Dir Bescheid geben. Daran ich lade dich dann zu einem Essen ein, falls ich ja. Zu meinem R, was ich selber koche. Ich weiß dann, nicht, ob das dann... Jetzt ist die Frage, weil jetzt wollte ich sagen, dann könntest du ja einen Kaiserschmarrn für mich machen, aber der Kaiserschmarrn ist ja so ein In-Between zwischen Backen und Kochen. Aber ich kochen. Kann ja backen. Also. Deswegen, vielleicht geht der Kaiserschmarrn, ja. Vielen Dank für das Gespräch, es hat mich voll gefreut. Danke dir. Ich finde, wir haben es auch sehr lustig gehabt. Ja.